Rovereto, eine Provinzstadt mit 30.000 Einwohnern im ausgehenden Trentino. Der Bahnhof in Rovereto ist der Treffpunkt für die kommende Tourenwoche. Organisiert vom Oase Alpin Center Oberstdorf soll es auf dem Fernwanderweg E5 von Rovereto nach Verona gehen. Die Wandergruppe bestand aus 4 Männern und 3 Frauen und dazu Helmut, unser Bergführer. Wenig anstrengend brachte uns ein Kleinbus hinauf zum Passo Coe auf 1610 Metern. Mehr bergsteigerische Herausforderung war für diesen Tag auch nicht mehr geplant. Und so genossen wir von der Sonnenterrasse die ersten Eindrücke dieser schönen Landschaft. Ausgeschlafen und frisch gestärkt begann dann am nächsten Morgen die Tour. Im ersten Teil des Tages führte uns die alte Kriegsstraße hinauf zu Monte Maggio auf 1853 Metern. Von dort oben bot sich bei einer kleinen Pause ein herrlicher Weitblick bis hinunter ins Ätschtal. Helmut, unser Bergführer, war stetig bemüht, uns die unbekannten Gipfel oder Bergrücken zu erklären. Hier den Monte Baldo auf der anderen Seite des Ätschtals oder unter uns Terragnolo. Der Weg führte nun weiter über einen herrlichen Panoramaweg. Schließlich ging es über einen grünen Bergrücken rund 600 Höhenmeter nach unten auf den Borkula-Pass. Hier befindet sich die Malga Borkula, eine wirklich einfache Bergalm. Sie ist zwar bewirtschaftet, kann dem Wanderer aber nur das Nötigste bieten. Für uns eine Gelegenheit, hier unsere Mittagspause zu machen. Der zweite Teil des Tages begann wieder mit einem Anstieg. Diesmal ging es rund 800 anstrengende Höhenmeter hinauf. Der E5 ist hier deckungsgleich mit dem sogenannten Friedensweg. Nach etlichen Stunden erreichten wir unterhalb des 2080 Meter hohen Monte Buso vorbei eine grüne Hochfläche. Und erst am späten Nachmittag kam unser Tagesziel, das Rifugio Lancia, so langsam in Sicht. Diese Hütte liegt auf einer Höhe von 1825 Metern. Und sie bietet 64 Menschen Platz zum Schlafen. Auch am nächsten Morgen zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Die heutige Tagesetappe sollte uns über den Monte Passubio führen. Kriegshistorisch bedeutungsvoll ist dieser Wegabschnitt. Im Ersten Weltkrieg ging genau über den Monte Passubio die Front zwischen Ungarn, Österreich und Italien. Schon beim Aufstieg auf den 2230 Meter hohen Gipfel bot sich ein herrlicher Fernblick. Zum Beispiel der Monte Cornetto, an dem wir heute noch vorbeigehen wollen. Der Weg führt vorbei an verfallenen Stellungen und ausgesprengten Kavernen. So konnten wir zumindest ein wenig ermessen, welchen Entbehrungen die armen Menschen hier oben ausgesetzt waren. Am Frontverlauf zwischen dem Dente Austriaco und dem Dente Italiano gibt es immer wieder stille Plätze zum Gedenken, wie dieses Kreuz. Gerade hier sind im Kriegsverlauf Tausende ums Leben gekommen.
und so erinnert heute eine kleine Gedächtniskapelle an das, was damals geschehen ist. Am gewaltigen Arco Romano vorbei ging es nun auf der Südseite des Monte Passubio hinab zum Rifugio Papa. Von der auf rund 1900 Meter liegenden Hütte ging es am Nachmittag dann hinunter über die Straße der Helden zum Fugazze Pass auf 1160 Meter. Über blühende Almwiesen führte dann das letzte Stück unterhalb des Monte Cornetto bis zum Passo Campo Grosso, unserer Übernachtung. Das Teilstück des E5 von Rovereto nach Verona gehört zu den schönsten und abwechslungsreichsten Etappen des gesamten Fernwanderweges. Und gerade der heutige Streckenabschnitt zeigte uns, warum das so ist. So ging es zunächst hochalpin hinauf bis über die Carrega-Gruppe. Das Landschaftsbild ähnelt dabei dem der Dolomiten. Und so wird diese Region zu Recht auch Piccolo Dolomiti genannt. Nach Überschreitung der Bocchetta dei Fondi bot sich auf der anderen Seite ein Tiefblick in das Val di Rivolto. Durch dieses Tal wollten wir heute Nachmittag nach Giazza absteigen. Vorher jedoch stand noch der Anstieg an auf die Fracaroli-Hütte, die unterhalb des Cima Posta liegt, auf einer Höhe von 2230 Metern. Waren wir am Mittag noch auf kargen Höhen. So ging es nun rund 1450 Höhenmeter bergab. Und wieder hatte sich das Landschaftsbild geändert. Wir erreichten Giazza, ein malerisches Bergdorf mit rund 600 Einwohnern. Unser Quartier bezogen wir diesmal in einem kleinen Hotel. Und nach der heißen Dusche verwöhnte uns der Wirt mit kulinarischen Köstlichkeiten. Nach einem reichhaltigen Frühstück waren wir am nächsten Morgen frühzeitig wieder aufgebrochen. Unser Tagesziel war Erbezzo. Unser Weg führte uns dabei über die Ausläufer der Lessinischen Alpen. Von Giazza aus waren wir über etlichen Serpentinen 700 Meter hinaufgestiegen bis auf die Pampari-Hochfläche. Wir kamen an etlichen malerischen Orten vorbei, bis wir in der Mittagszeit Marege erreichten. Herzlich wie selten waren wir in der kleinen Gaststätte im Ort bewirtet worden. Und so ging es am Nachmittag frisch gestärkt auf die letzten Kilometer Richtung Erbezzo. Von Weitem schon war das Bergdorf mit seinen 800 Einwohnern auf einem Bergrücken gut zu erkennen. Auch diese Tagesetappe war nicht weniger anstrengend als die vorhergehenden. Und so waren wir froh, dass wir die letzten 300 Höhenmeter als Schlussanstieg vor Erbezzo geschafft hatten. Nun folgte unser letzter Tag und das Finale auf dem E5 Richtung Verona. Von Erbezzo aus ging es weiter nach Süden und hier und da bot sich ein weiter Blick auf die Kalklandschaft des Valpantena-Tals. Gegen Mittag schon erreichten wir die Pont di Vea, eine Sehenswürdigkeit von überregionaler Bedeutung. Schon in der Steinzeit hatten Menschen unterhalb der Naturbrücke in den dortigen Höhlen gesiedelt. In einer typischen italienischen Trattoria warteten wir dann schließlich auf den Bus, der uns nach Verona bringen sollte.
Dort marschierten wir wie Gladiatoren gleich vor der Arena in die Altstadt ein. Und nachdem wir unser Gepäck in einem kleinen Hotel in den Gassen von Verona verstaut hatten, machten wir noch einen Streifzug durch die Altstadt. Der kulturelle Höhepunkt der Tour, das war am Abend dann der Besuch der Oper Nabucco in der Arena di Verona. Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne.